Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy. Ja, ich hab jetzt mal nicht so... Ich bin nicht so lange auf dem Schiff rumgekreuzt, sondern bin gleich sofort in den Raum gegangen, wo man zum Level kommt. Und heilige Scheiße, nicht das! Obwohl, warte mal, es ist eigentlich ziemlich einfach. Ich habe 2 Minuten Zeit, den Scheiß einzusacken. Das sollte doch nicht so schwer sein. Ja, ich hätte aufpassen sollen. Fuck. Natürlich nochmal. Heiliger Mist. Nee, so schwer ist das eigentlich nicht hier. Auch noch so speziell für die Münzen hier. Ja, es ist tatsächlich eigentlich recht einfach. Vor allem, die verschwinden ja nicht. Oh, wie gemein. Da war kein Loch für mich! Na gut. Könnt ihr das vielleicht mal zu meinem Game Over führen? Mal schauen, mal schauen. Ist ja gemein. Aber es ist kein Problem. Was zum... Mario, warum springst du nicht? Aber... Ich habe eine Mücke im Zimmer. Warum habe ich eine Mücke im Zimmer? Wir haben es mitten im November. Ich gehe mal kurz zur Sternwarte zurück und sammle ein paar Leben ein. Warum habe ich eine Mücke im Zimmer? Ich habe das Fenster heute eine Stunde aufgehabt, um zu entlüften. Da habe ich plötzlich eine Mücke im Zimmer. Das ist jetzt nicht besonders praktisch. Ich habe mal die Maus aus dem Fenster genommen. Oh, hoffentlich hätte das Overlay jetzt nicht mit aufgenommen. Obwohl es eigentlich scheißegal ist. Oben und unten sieht man eh nichts. Hast du was zu sagen, Bruder? Ich bin fix in alle. Okay. Ja, schön für die Batterien. Ich kann sie auswechseln mit 2 Batterien, die fast genauso aufgeladen sind. Aber es macht nichts. Ich meine, die haben 3 Aufnahmesessions ausgehalten. 2-mal Super Mario Galaxy und 1-mal Village of Zelda Twilight Princess. Was ich keine Ahnung wann hochladen werde. Echt keine Ahnung. Ich glaube, das mache ich dann, wenn ich gerade keinen Bock auf was weiteres aufzunehmen habe. Und ich schätze mal, Village of Zelda Twilight Princess wollen einige von euch bestimmt auch sehen von mir. Aber ist die Frage, wie viele von euch würden das denn sehen? Wenn ich schon frage. Wie viele von euch würden das gerne sehen? Wenn man Super Mario Galaxy beendet ist, dann ist es definitiv erstmal Schicht im Schacht mit Grabber-Projekten. Dann wird es von Konsolen nichts mehr geben. Zumindest vielleicht bis in die PlayStation 3 habe oder so. Oder wenn ich wirklich Langeweile habe. Dann spiele ich vielleicht, keine Ahnung, Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen oder so. Könnte durchaus passieren, Freunde. Es könnte durchaus passieren. Hey. Ich bin ja nicht blöd, ne? Okay, ich glaube, das waren schon alle Leben, die man hier abstauben konnte, oder? Schöne Lichtverbrühe. Ja, okay, da ist ja nichts. Kann er hochgehen? Vielleicht ist da oben auch noch was, obwohl ich das nicht mehr glaube. Nee, da ist auch nichts. Und damit mehr! Okay.
Ja, Kamera findet jetzt natürlich nicht. Jetzt hat sie sich sowieso wieder richtig. Oh, stimmt, stimmt. Es war noch ein Bilderbuchkapitel verfügbar. Ja, es hätte klappen können, aber die Kamera erlaubt mir keine gescheite Sicht darauf. Sieht ihr die... Ich kann sie auch nicht drehen von dort aus. Scheiß drauf, dann muss ich ja wieder den langen Weg gehen. Auf zur Bibliothek! Vielleicht sind das ja die letzten paar Seiten, die ich schon so lange erwarte. Die ich noch nie gelesen habe. Jawohl, eigentlich ist der Part mit Bowser ziemlich blind gewesen. Genauso wie die letzten drei Planeten, die ich besucht hatte. Dann lasst uns beginnen. Auf zum brutalen Finale! Das achte Kapitel, der Wunsch. Numa sagte zu dem Mädchen, das wieder traurig war, wirklich heulend. Mama ist doch bei dir. Aber als er sich sanft an das Mädchen schmiegte, versammelten sich die anderen Numa, die im Ganzen zugesehen hatten. Spanner! In dir drinnen ist deine Mama. Ein Teil deiner Mama ist auch in dir. Der Sternenstaub besteht aus Splittern von Mama. Daher haben wir ihn so gern. Nein, 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 nein! Das Mädchen hörte nicht auf zu weinen. Lumas trauriges Gesicht verwandelte sich in eine vor Freude strahlende Miene und er sagte, ich will dir deinen Wunsch erfüllen. Ich werde ein Stern, eine Sternstaube, auf der du reiten und nach Belieben reisen kannst. Oh no. Atomexplosion! Kaum hat er das gesagt, schiebt der Luma in ein grelles Licht gehüllt zum Himmel empor. Doch ehe man sich so sah, kam er wieder gen Erdboden runterfallen. Bums, bums, aus dem Haus. Vom Kern des Sterns her wurde die Erdoberfläche kräftig durchgeschüttelt und aus dem Loch, in das der Luma gestürzt war, drang ein grelles Licht und ergoss sich über den Stern. Als der Lichtgürtel sich rundherum drehte, wurde er zu einem prächtigen Kometenschweif. Luma war als Stern wiedergeboren worden. Das Mädchen verstand nicht, was es da vor seinen Augen vor sich ging. Es sagte immer nur, was? Was? What the fuck is going on? Halt die Fresse. Da erschien ein weiterer Luma und sagte, wir Luma wurden geboren, um Sterne zu werden. Ein grüner Luma sagte, nach Möglichkeit will ich für das Lächeln einer wichtigen Person zu einem Stern werden. Ein blauer Luma sagte, er ist glücklich, denn er ist ein sehr schöner Stern geworden. Die Luma sagten im Chor, deshalb Mama, weine nicht mehr. Danke, sagte das Mädchen mit kaum hörbarer Stimme. Dann umarmte es die Luma. Also entweder beherrscht sie die Gum-Gum-Umarmung oder sie schafft das nur, indem sie alle hintereinander umarmt und das dauert extrem lange. Seit diesem Tag floss kein Sternstaub mehr aus den Augen des Mädchens. Der Komet nahm seinen Schweif stolz hinter sich herziehend. Kurs auf die Heimat des Mädchens und bewegte sich durch das Sternenmeer vorwärts. Noch ein Kapitel, nett. Familie. Zahlreiche Luma und zahlreiche Teleskope befanden sich auf dem Kometen, der wirklich hübsch war. Die Luma und das Mädchen waren stolz, ihn ihr Zuhause zu nennen. Es fanden sich immer mehr Luma ein und die Zeit verging wie im Flug. Heute gab es ein Willkommensmahl für die neuen Freunde. Das Mädchen versammelte die Luma und sagte mit lauter Stimme, Nun ihr alle, heute wollen wir Brot backen. Ein mit Sternstaub üppig bestreutes Sternstaubbrot. Voller Sternstaub! Und Brot! Die Luma waren außer sich vor Freude. Alex liefen sie und holten die Zutaten. Das Mädchen dachte sich, ich will für immer bei diesen Kindern bleiben. Bis zu dem Tag, an dem sie Flügge werden, soll keiner von ihnen einladen.
Und wenn der Tag des Abschieds kommt, will ich sie mit einem Lächeln verabschieden. Das ist das Glück einer Mama. Das Mädchen schloss die Augen und dachte an den blauen Stern, der von einem weichen Licht umhüllt war. Aber einmal in 100 Jahren will ich zu diesem blauen Stern zurückkehren und im Dunkel der Nacht die vorbeiziehenden Sterne beobachten. Der Komet, auf dem die Luma und das Mädchen ritten, setzte seine Reise fort. Der Komet beherbergt mittlerweile eine so große Familie, dass man ihre Mitglieder gar nicht mehr zählen kann. Noch heute zieht er einen weißleuchtenden Schweif hinter sich her und einmal in 100 Jahren besucht er den Heimatstern des Mädchens. Ende. Also ist sie Peachs Tochter. Damit ist Mamas Geschichte zu Ende. Seriously, mehr gibt es nicht zu sagen. Okay, ich hätte mehr erwartet, aber ich habe da wohl zu viel erwartet. Nun ist auch egal. Das ist das Bilderbuch. So, jetzt ist aber wirklich auf. Heiliger Mist. Was ist hier los hier, ey? Leben, 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 tot leben, tot leben, tot leben, tot leben. Ah, Mann, Mann, Mann. Komm, ich hoffe, du hast einen Brief für mich. Von der ja immer noch in Gefangenschaft sitzenden Peach. Ich bin kaum wieder auf dem Schiff schon, ist jetzt schon wieder gefangen. Hm? Ja, okay, 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 ich bin runtergefallen. Scheiß drauf! Bin wieder hier oben. Auf das eine Leben da hinten pfeife ich. Ich sollte das eigentlich genug haben. Auf geht's, Münzen sammeln. Ja. Dummes Zeiger-Feature. Ach ja. Münzen! Geld! Sechs Leben, das wird was. Das war ein recht vorzeitiges Ende, das ich nicht geplant hatte. Irgendwie erinnert mich der Anfang dieser Musik an eine Musik aus Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Ja, das Spiel habe ich gespielt. Ich habe zwar eigentlich nie durchgehabt, aber ich habe mir das Ende angeschaut. Wow, Seto kann noch ein größeres Arsch auf dem Spiel sein als in der Serie. Na komm, boah, das war echt knapp. Und nicht mal geplant. Ich sollte nie wieder solche Sprünge machen, wenn ich nicht weiß, wo es hingeht. 30 Stück noch. Oh, komm schon. Nur noch ein Haufen. Aber wo zum Teufel? Ha, ich habe nur die Hälfte der Zeit gebraucht. Jetzt muss ich aber trotzdem bis dahin wiederkommen. Okay.
Na, also es geht doch. Aber die Lima einzusammeln war kein Fehler.